Na, Season, heute spielen wir die neuen LoL-Items auf dem PBE, Season 11, und wir spielen Ezreal Jungle. Warum, fragt ihr euch? Ja, ganz einfach. Weil das neue Jungle-Item einfach konsumiert wird, wenn man fünfmal smitet. Und dann hat man einfach kein Jungle-Item mehr und spielt ganz normal, als wäre man nicht Jungle. Und da ich mich so nicht mit anderen Lane-Gegnern und Farmen beschäftigen muss, spiele ich aber im Jungle. Folgendes habe ich heute geplant. Von den Mythic-Items gibt es genau eins, was absolut fucking broke ist, und das ist Eclipse. Denn das macht einfach mal 16% der Maximalleben als Schaden, wenn man zwei Sachen trifft. Mit Ezreal wäre das WQ auf lange Range. Gut, das tat schon mal gut weh. Ich habe vergessen, mir Pots zu kaufen, tatsächlich. Verdammt. Wir fangen schon mal hier hinten an und kiten dann ein bisschen durch die Gegend. Ah. So, überlebe ich den noch? Ja, ne? Ja, easy, Leute. Ich komme auch ohne Pots hier einfach durch den Jungle. Und dann ganken wir über die Top Lane. So, das Ding ist, man kann. Der neue Shop ist so schlecht, ne? Ich kann. Oh Gott. Man kann nicht mehr nach Sachen kategorisieren. Man muss jetzt alles in der Suche eingeben. Ich möchte jetzt Lethality haben. Okay, Serrated Dirk und dann. Okay, ein bisschen Auswahl gibt es ja noch. Und jedes Mal, wenn ich den Shop wieder schließe, muss ich das natürlich neu eingeben auch. Das ist richtig geil. Gibt es kein Humus mehr? Doch, gibt es. Man kann immer noch Humus Ghostblade als Schuhe kaufen. Nice. Oh Gott! Okay, alles gut. Achso, will ich eigentlich noch Träne gehen? Kurz gucken, wie funktioniert Träne jetzt? Ability Haste, gain Attack Damage equal to Maximum Mana. Ability Strikes and On-Hit, Deal Bonus. Ja, okay. Ah, ich will noch Träne gehen. Träne kostet nur 400 Gold tatsächlich. Ja, Jungle Item konsumiert. Warum sind die alle so low da hinten? Warum gehen sie nicht weg? Okay. Okay. What the fuck, was ist mit denen? Mit das super doll miss. Ach nö. Ey, komm. Ich war mega weit weg, Cutter, hör auf zu ehen. Also, ich habe jetzt Eclipse. Und meinen Berechnungen zufolge müsste ich jetzt super viel Schaden machen. Ja, alles vorbeigehauen. Aber es reicht trotzdem. Greif doch an! Oh Gott! Nein! Wie funktioniert Träne? Attack, Steal, On-Hit, Strike an Enemy with an Ability. Ah, ich kann nicht mehr wild in die Luft schießen. Das ist ja gemein. Nice, good job. Oh, ich bin gleich da. Au! Oh, Alter, Cutter, du bist so anstrengend. Und Samira sowieso. Ich komm Top Lane. Ich komm Top Lane. Bam! Huh. So, ich frage mich jetzt, ob es ein Item gibt, das Ability Haste. Ja, wenn man nach Ability Haste sucht, findet man schon mal gar nichts mehr. Ja. Es heißt Haste. Ich suche nach. Achso, ja, Steuerung A funktioniert auch nicht. Ich suche nach Haste und finde kein Item. Wie zur Hölle soll ich in diesem Rotz-Shop herausfinden, ob es ein Lifesteal-Item mit Ability Haste gibt? Ja, ich kann natürlich nach Lifesteal suchen. Das funktioniert lustigerweise. Jetzt kann ich alles durchsuchen, was ein Vampir-Zepter hat. So, Eclipse hat Omnivamp, damit heile ich mich. Oh, lol, Hydra gibt es auch Omnivamp. Lol. Geh weg! Okay, alles im Griff. Aua. Ah! Ah! Erst gut, dann weh. Das. So funktioniert Ezreal.
Damaging Ability Slow for 1 Second. Das passt doch noch richtig gut zu meinem Q-Spell. Damn. Cyril das Grudge. Das brauche ich. Hier ist ein Dragon. Ja. Okay, und weg. Gott, oh Gott. Oh nein. Ach, die springt mit ihrem E-Spell an mich ran und das zieht 900. Die drückt E und das zieht 900. Die hat nichts anderes getroffen. Was? Was zur Hölle, Alter? Was ist hier los? Nice. Ah! Ah! Oh Gott. Alle können wir pointen Clickstun Annie. Wir können auch Baron machen, Leute, aber ihr entscheidet. Oh, ich habe Muramana. Okay, ab jetzt wird es hoffentlich gut. Hab ich. Hab ich. Okay, ich dachte, ich wäre näher dran. Aber ich glaube, wenn ich einen WQ treffe, ja, dann geht's ja einfach hinter mich. Das geht natürlich auch. Ah, na gut. Es hat nicht so übel doll reingehittet, wie ich gehofft habe. So, ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel auf das Fullbild gekauft. Wo ich auch ein bisschen Ability Haste mit drin habe. Dann habe ich immer einen 42% Cooldown Reduction, also wie vorher quasi. So, sagen wir mal, das ist ein Gegner mit 3000 Leben. Ich mache einfach mal nur einen WQ drauf. Na gut, der hat keine Resistances, ne? Das war jetzt 2000 Schaden. Ziehen wir mal die Hälfte noch ab. Wobei ich habe auch, ne Leute, ich habe 58 Armor Pen und 44% nochmal. Also das hittet schon, es ignoriert schon, glaube ich, eine Menge. Na gut, das war Eclipse Ezreal. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Champs mit welchen Mythic-Items sehen wollt. Ich mache ab jetzt nicht mehr nur Trollemeter, ich probiere alles auf allem aus. Also hier sind die Mythic-Items. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, was die so können, dann guckt mal ans angepinnte Kommentar, da habe ich die verlinkt. Und dann sagt mir einfach, welches Mythic-Item auf welchem Champ ihr sehen wollt. Und dann spiele ich das. Tschüssi.